Die in deutscher Hand befindliche Kanalküste ist nach Beendigung des Feldzuges im Westen von unseren Truppen sofort stark befestigt worden. In pausenloser Arbeit wurden neue Stellungen für schwere und schwerste Geschütze gebaut. Betonmischmaschinen liefern das Material für die mächtigen Fundamente. Küstengeschütze werden montiert. Wie der Wehrmachtsbericht meldete, traten unsere schweren Küstenbatterien zur Beschießung des Hafens von Dover und eines englischen Geleitzuges in Tätigkeit. Jede Stellung ist gegen Feindsicht gut getarnt. Dort drüben liegt die englische Küste.